Deutschland Herrn Johann Lafer so ein bisschen über die Schultern blicken. Wollen wir doch mal sehen, ob wir ihm nicht ein paar Kniffe und Tricks abluchsen können, wenn er seine süßen Wunderwerke fabriziert, ohne die Weihnachten eben nicht Weihnachten wäre. Lieber Herr Lafer, was haben Sie sich für uns ausgedacht? Einen Weihnachtsstollen, denn der muss gut gelagert sein, damit er zu Weihnachten sein volles Aroma hat und sich kräftig entwickelt hat. Der Stollen, übrigens eine Spezialität aus Sachsen. Er verlangte von unseren Müttern aber erheblichen Aufwand, wenn ich allein an dieses schweißtreibende Kneten denke. Gab es da nicht diesen Trick mit dem Wollfaden, den man beim Kneten im Teig immer wiederfinden musste? Das ist richtig, man musste den Faden mindestens dreimal wiederfinden. Dann konnte man sicher sein, dass der Teig gut vermengt und alles gut vermischt war. Heute gibt es aber Gott sei Dank einen großen Vorteil. Es gibt die Küchenmaschine und da geht es wesentlich einfacher. Außerdem habe ich mir bei diesem Rezept eine kalorienarme Variante ausgedacht, damit Sie zu Weihnachten keine Probleme mit der Kalorienzufuhr haben. Sehr dankbar. Vielleicht gleich ein Tipp am Anfang. Stellen Sie sich alle Zutaten abgemessen und abgewogen bereit, damit Sie nachher voll auf die Zubereitung konzentrieren können. Denn Sie wissen ja, backen ist kinderleicht. Und es macht Spaß für die ganze Familie. Sollte mal ein bisschen Teig übrig bleiben, kein Problem, glaube ich für Sie. Die Kinder naschen doch ganz gerne ein bisschen dran. Naja, also dann wollen wir mal. Beginnen wir gleich mit dem Vorteig. Ich habe hier Milch. Gebt ihr einen Topf und macht die lauwarm. Ganz wichtig beim Hefeteig, die Milch darf nicht heiß werden. Ansonsten sterben die Hefebakterien ab und der Teig würde nicht aufgehen. So, dazu nun die Hefe. Wenn das Ganze nun glatt ist, Zucker dazu. Mehl. Das Ganze kommt nun in eine Schüssel. Darüber kommt nun ein Tuch und das Ganze lassen wir erstmal für ca. 20 Minuten gehen. Hier im Kessel ist schon das Mehl, der Vorteig, die Eigelbe. Dazu kommt nun die verlassene Butter. Ja, ist schon fertig. Danke. Ja. Das alles rühren wir nun erstmal glatt. Dazu kommt nun Orangeat, Zitronat, Rosinen, Korinthen, Rum, gehackte Mandeln, Zitronenschale, Salz und Vanillezucker. Das alles nun glatt kneten und dann für circa eine Stunde abgedeckt stehen lassen, damit sich der Teig verdoppelt. Eine Stunde ist vergangen, jetzt knete ich den Teig nochmal glatt. Das Besondere an diesem Teig ist, der ist sehr leicht, beinhaltet wenig Mehl und sehr viel Hefe, bezogen wieder auf die Kalorien zu Weihnachten. Deswegen haben Sie dann auch das Problem, nicht, dass der Stollen auseinanderläuft. Dafür ist ihm jetzt die Form. So, ich lege jetzt da rein. So. So, dann nehmen wir das hier hin. Ein Tuch darüber und nochmals ca. 30 Minuten gehen lassen. Nun kommt unser Weihnachtsstollen erstmal bei 170 Grad, ca. 45 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Nach ca. 40 bis 45 Minuten nehmen wir die Form ab und schieben ihn für weitere 20 bis 30 Minuten in den Backofen.
unser Stollen ist jetzt fertig. Hey, ist unser Stollen genauso schön wie in dem Buch hier? Ja, das hoffe ich. Zuerst muss ich den also noch bewinkeln mit flüssiger Butter. Ich werde mir schon mal das Puderzucker-Piment geben. Ja. So, damit streuen wir den jetzt ein. Der muss jetzt 4 Wochen ruhen. Richtig. Mhm. Und damit wir jetzt sehen, wie unsere geworden ist, haben wir vor 4 Wochen schon einen vorbereitet. Und ich schneide ihn jetzt mal an. Also das war nun wirklich nicht schwer, liebe Zuschauer. Vielleicht kommen Sie gerade von einem Winterspaziergang, sind so richtig schön durchgefroren und wollen sich bei einem Glühwein erwärmen. Den kann man für Kinder übrigens auch mit Apfelsaft machen. Herr Lafer, haben Sie da auch ein Geheimrezept? Die Gewürze sind doch in etwa dieselben. Das ist richtig. Geheimrezept glaube ich nicht, aber das Rezept ist ganz gut. Ich nehme dafür 1/8 Liter schwarzen Tee, 2 Gewürznelken, 1/2 Zimtstange, 100 Gramm brauner Candiszucker, 100 Gramm Heidehonig und 1 Liter trockenen Rotwein. Toll. Also, wir gehen jetzt einen Sonntag weiter und stellen uns vor, es ist der 2. Advent. Was backen wir denn da? Da backen wir Elisenlebkuchen, denn die brauchen auch eine Zeit zum Lagern. Mhm. Eier sind hier mit Kristallzucker Schaume geschlagen. Dazu kommen nun fein geriebene Haselnüsse, grob geriebene Haselnüsse, grob gehackte Walnusskerne, Orangeschat, Zitronat, dann haben wir hier Zitronenschale, Orangenschale, natürlich von unbehandelten Orangen. Lebkuchengewürz besteht aus Zimt, Nelke, Piment, Koriander, Marzisblüte, Kardamom, Muskatnuss, alles gemahlen. Vanillezucker und kandierte, feingeschnittene Ingwerknolle. Ist nun alles gut glatt rühren. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, das ist ein Rezept ohne Mehl. So, abdecken jetzt mit Glasfolie, damit das vom Kühlschrank keinen Geruch annimmt. So, nun für 24 Stunden kühlstellen. Vom ausgerührten Teig haben wir nun 15 bis 17 Gramm schwere Häufchen abgewogen und formen sie mit befeuchteten Händen in kleine Kügelchen. Aber die werden nicht so rund. Das ist ja schlimm. Hier haben wir auf dem Blech Oblaten von 5 cm Durchmesser. So, sind wir schon fertig? Das Blech schiebe ich nun für ca. 10 bis 15 Minuten bei 200 Grad in den vorgeheizten Backofen. Die ausgebackenen Lebkuchen werden nun überzogen, zum einen mit Punschglasur, die besteht aus Puderzucker, der wird mit Rotwein und Rum glatt gerührt. Ich habe hier temperierte Kuvertüre, zu der sage ich Ihnen aber nachher mehr, weil wir noch Praline machen. Das Ganze wird nun hier eingetaucht. Und mit verschiedenen kandierten Früchten oder auch mit Mandelkernen oder Pistazienkernen garniert. Nun habe ich noch einen kleinen Tipp für Sie, was die Lagerung anbelangt. Nehmen Sie einfach eine Blechdose, legen Sie den Lebkuchen da rein, darüber ein Pergamentpapier, genauso groß ausgeschnitten wie die Dose, einfach darüber. So, dann nehmen wir einen Apfel. Diesmal können wir auch die Schale verwenden. Mhm. Damit es schön weich bleibt. Richtig, genau. Das ist auch in der Feuchtigkeit. So. Verschließen die Dose. Und nun müsste unser Lebkuchen zu Weihnachten wunderbar weich sein. Das ist ein toller Trick. Ganz einfach.
Also, jetzt rückt Weihnachten wirklich unaufhaltsam näher. Wie wäre es denn, wenn Sie sich diesmal nicht so abhetzen würden, wie Sie sich das übrigens jedes Jahr vornehmen, wenn Sie sich einfach mal fallen ließen in die vorweihnachtliche Stimmung? Und wenn Sie Ihre Geschenke mal nicht kaufen, sondern selber machen. Oder backen, wie wir hier beide. Also, meine Freunde bekommen in diesem Jahr nur was Selbstgemachtes. Woran sie merken, ich habe über sie nachgedacht, habe mir Zeit für sie genommen und das nicht nur bei der Parkplatzsuche. Und dann möchte ich mal die strahlenden Augen der Großeltern sehen, wenn die ersten selbstgebackenen Plätzchen ihrer Enkel auf dem Gabentisch liegen. Meister Johann, was haben Sie sich für den dritten Advent ausgedacht? Ich habe mir ausgedacht, ein buntes Vanille-Makronengebäck aus Mürbeteig. Der berühmte 1-2-3-Teig. Das ist die Faustregel, die besteht aus 100 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter und 300 Gramm Mehl und dazu ein Ei. Aber wie Sie gleich sehen, liebe Zuschauer, wir machen da aus diesem Teig noch was Besonderes. Für mein buntes Vanille-Makronengebäck nehme ich zum Beispiel kein Ei, sondern Mehl, Butter, Puderzucker, gemahlene Mandeln, Zitronenschale, Rum, ausgekratzte Edelstange, Salz. Aus all diesen Zutaten knete ich mir nun einen glatten Teig, wickel den in Klarsichtfolie und lege ihn für ca. 12 Stunden in den Kühlschrank. So, Frau Witt, die räumen jetzt wieder den Teig aus. Ich habe das jetzt gerutscht, damit die Mandeln die Flüssigkeit aufnehmen von der Butter. Außerdem entspannt er sich dadurch. So ungefähr 3-4 mm dick ausrollen. Ich mache in der Zwischenzeit schon die Makronenmasse, und zwar Rohmarzipanmasse, kommt in eine Schüssel und ich verrühre das Ganze mit 2 Eigelb. Jetzt? Ein bisschen reißt er so an den Ecken. Also. Das macht nichts, so ein bisschen Mehl, dann geht es schon. Aha. Den drüber streuen, ja. So. Das ist schon dünn genug. Ja, ein bisschen noch. Wir machen gleich noch ein bisschen Mehl. Erstmal lösen. Nehmen wir unsere Ausstecher. Sehr schön. Macht aber Spaß. Ja. Da kommen die Kindererinnerungen mit, oder? Ja. Aus dem restlichen Teig, liebe Zuschauer, kann man wunderbare Vanillekipferl drehen. Sie kleben einfach den Teig wieder zusammen, ja, nehmen dann ein bisschen, damit man zwei Hände, so, wollte ich keine Würstchen, dann hat man eine richtige Kippe. Ja, Sie können den Rest schon mal zusammenkleben. Ich fülle jetzt den Marzipan. Spitzbeutel. Das wird eine Bordüre, die spritzt man aus dem Land. Und nun, liebe Zuschauer, schiebe ich das bunte Vanille-Makronengebäck für ca. 15 Minuten bei 200 Grad in den vorgeheizten Backofen. Damit das Wort Bunt auch seine Berechtigung hat, platzieren wir nun diese Plätzchen mit zweierlei Gelees. Wir haben hier einmal Himbeergelee, hier Aprikosengelee, beides voneinander getrennt, mit je einem Esslöffel Wasser aufgekocht, etwas einkochen lassen. Nun hat das Ganze ein bisschen abgekühlt. Nun garnieren wir das Ganze. Ich nehme das Rote. Gerne, ich nehme das Gelbe. So einfüllen. Hier haben wir so vorbereitete Pergamenttütchen. So, ein bisschen rein. Das reicht schon. So, ein bisschen zupacken. Wenn das Loch nicht groß genug ist, schneiden wir es einfach ein bisschen größer. Groß genug. Ruhig ein bisschen ins Plätzchen rein. Auch ins Plätzchen rein? Ja, ja, freilich. Wir machen den Hohlraum voll.
So, wunderbar. Und ich mache jetzt das Geld um. Jetzt sind wir schon fast am Ende der Adventszeit angelangt. Leider. Aber ich will doch hoffen, dass an allen Adventssonntagen gebacken wurde, was die Öfen hergaben. Unser Backofen bleibt jetzt kalt, denn für die Pralinen, eine Disziplin aus der hohen Schule des Zuckerbäckers, genügt der Herd. Und dieses fast medizinisch aussehende Handwerkszeug, das Sie sich möglichst vorher besorgen sollten, damit Ihnen auch wirklich alles gelingt. Wir haben also hier ein Pralinengitter, das brauchen wir nachher. Für unsere Orangenpralinen bzw. Orangenkonfekt. Dann haben wir eine Gabel. Hat nichts mit Medizin zu tun, sondern wir überziehen damit unsere Pralinen bzw. verzieren die auch. Und hier haben wir ein spiralenförmiges Gebilde. Das kann man zum Verzieren benutzen oder auch zum Rollen von Trüffeln. Die Praline hat witzigerweise eine kriegerische Vergangenheit. Erfunden wurde sie vom Chefkoch des französischen Kriegshelden Duplessis Pralin, der mit seinen süßen Waffen allerdings vorzugsweise die Herzen, nicht nur die, der Damen erstürmte. Dieser Art von Attacke wäre ich sicherlich auch erlegen. Also, Sie haben jetzt inzwischen für die Rumpralinen die Sahne und den Rum erhitzt und die Kuvertüre geschmolzen. Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt kommt zu der Sahne-Rummischung erstmal die Butter. Gehen wir um zu der Kuvertüre. Dazu kommen noch die Eigelbe. Glatt rühren. Und nun füllen wir das in ein Blech. Das habe ich vorher mit Klarsichtfolie ausgelegt. Und es sollte bitte, wenn möglich, einen Rand von ca. 1 bis 1,5 cm Höhe haben. Jetzt stellen wir das Ganze für ca. 24 Stunden in den Kühlschrank. Natürlich, liebe Zuschauer, haben wir das für Sie schon vorbereitet, sonst würde das ja ein bisschen zu lange dauern. So, das nehmen wir jetzt raus und dann wird das erstmal geschnitten. Ja, richtig. Da das jetzt ein bisschen länger dauert, bereitet Frau Wied in der Zwischenzeit schon mal das Orangenkonfekt zu. Wir schlagen also hier die Butter schaumig in den Mixer. In der Zwischenzeit habe ich hier schon Kuvertüre und Lukas über Wasserbad aufgelöst. Das geben wir hier jetzt langsam dazu. Dazu kommt noch Orangenschale, natürlich unbehandelt. Und etwas Orangensaft. Jetzt stellen wir sie wieder in den Kühlschrank, weil es wird unheimlich schnell warm. Sie können schon die Spaniolkapseln, die vorher mit Kuvertüre ausgegossen wurden, umdrehen. Kommt sofort. Die Masse füllen wir nun in den Spritzbeutel mit einer Sterndülle. Und damit spritzen wir nun unsere Orangenpralinen bzw. Orangenkonfekt voll. Und ich, liebe Zuschauer, erzähle Ihnen jetzt noch was, beziehungsweise erkläre Ihnen mal, wie man richtig Kuvertüre temperiert. Kleingeschnittene Kuvertüre, 2/3 habe ich hier schon im Wasserbad aufgelöst. War bitte nicht zu heiß, sonst werden alle Pralinen grau. Einfach nur, damit sie zerläuft. So, dazu kommt nun der Rest. Aus dem Wasserbad nehmen, glatt rühren. Und nun nochmal kurz in den Kühlschrank stellen, nur so lange, bis es leicht dickflüssig wird. So, jetzt machen wir es nochmal ganz kurz warm. Sollte aber nur noch 32 Grad haben. Und da kann man das feststellen, indem man hier einen Löffel nimmt. Da macht man die sogenannte Lippenprobe.
Schokolade darf also nicht wärmer sein wie die Lippen. Die müsste etwas eine Nuance kälter sein. Denn Sie wissen ja, die Körpertemperatur liegt bei 36 Grad. Jetzt überziehen wir die Pralinen. Die sind noch schön kalt. So, und die verzieren wir jetzt schon einmal zwischendurch, denn die Garnitur bzw. die Verzierung bleibt nur so lange haften, solange noch die Kuvertüre leicht flüssig ist. So, jetzt habe ich hier noch ein Pergamentgütchen, etwas weiße Schokolade aufgelöst mit einem Tropfen Wasser. Das geben wir jetzt hier rein. Also für mich heißen die jetzt nicht mehr Pralinen, sondern Laferinen. Und damit wären wir am Ende unserer adventlichen Nascherei angelangt. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mehr genascht habe, als ich sollte. Sie sind aber auch ein zu großer Verführer, Herr Lafer. Wir beide hatten sehr viel Spaß beim Backen. Und wir hoffen, dass wir bei Ihnen ein bisschen die Lust zum Nachbacken geweckt haben. Und wenn Sie immer noch Geschenke suchen, mit denen hier, hübsch verpackt, haben Sie überhaupt keine Probleme beim Umtausch. Denn die sind ja zum baldigen Verzehr bestimmt. Und eines sind sie ganz bestimmt, mit Liebe gemacht. Wenn Sie übrigens noch mehr Anregungen suchen, in diesem Backbuch finden Sie unsere Rezepte und noch viel mehr von Herrn Lafer. Wir, liebe Zuschauer, wünschen Ihnen noch schöne Adventssonntage. Und ein frohes Weihnachtsfest.